Weiter geht es. Let's play Final Fantasy VII Remake. Wir sind immer noch dabei, hier Sidequests zu machen. Das finde ich aber gar nicht so verkehrt, weil diese Sidequests uns irgendwie recht nette Vorteile liefern, die ich nicht einfach links liegen lassen möchte. Jetzt geht es erstmal in die Slums von Sektor 7 zurück, um, also beziehungsweise in die Ruinen von den Slums von Sektor 7, wo wir zwei Sidequests mit einem Schlag theoretisch vielleicht schaffen könnten. Hey. Gestern Abend sind einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen soll kein Durchkommen mehr sein. Okay, interessant. Was ist denn hier? Das ist irgendwie ein Weg, den kennen wir nicht. Das sieht aber mal interessant. Aha. Hier ist irgendwie ein Weg nach unten. Vielleicht haben wir hier... Nein, ich wollte mich doch nicht... Na, egal. Dann setzen wir uns erstmal gemütlich hin. Vielleicht war das auch gar nicht so verkehrt, weil ich nämlich gar nicht weiß, ob wir voll aufgefüllt waren. Eigentlich wollte ich... Genau, mir hier Gegenstände kaufen. Achso, oh, wir waren hier schon mal. Sehr interessant. Also scheinbar. Ah, okay. Wo sind wir denn hier? Ach so. Verstehe. Das hier ist vermutlich die Stelle gewesen. Ach ja, ja, okay. Nee, wir sind hier absolut richtig, sehe ich gerade. Das war die Stelle, an der wir gegen, wo wir rausgekommen sind, glaube ich. Ja, das ist der Freund, an den wir uns, gegen den wir uns stellen wollen. Ah, hier ist eine Treppe. Ich kriege jetzt ein bisschen Sorge, weil, keine Ahnung. Mal gucken, ist das schon? Ah, perfekt, super. Das Labor ist gar nicht so groß, wie ich anfangs gedacht habe. Greifst du mich überhaupt an? Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, weg von mir. Drecksvieh. Dafür kriegst du einen Mutangriff. Egal, du kriegst einen Angriff ab. Das reicht mir jetzt. Oh, shit. Das reicht mir nicht. Nein, bleib mir weg. Weg von mir. So, Magie. Feuer, Blitz, Blitz, Feuer. Feuerer. Bekämpft das mit Feuer. Das will nicht. Moment, aber... Ach, dammit. Ich habe natürlich meine Punkte völlig umsonst in nichts gejagt. Ja. Hör auf, mich anzuschnabbern. Doofes Ding. Ich wollte eigentlich... Hä, hat Cloud... Jetzt hat er. Fertigkeit. Ich will wissen, was gegen diese Dinger am besten hilft. Eis. Okay. Eis. Einfach Eis. Umso besser. Da können wir doch definitiv was machen. So, und er ist ein Schock. Und ich glaube, Tifa hat noch Eis. Magie. Ja, nice. Nochmal Eis drauf. Pack da drauf. Das Ding muss drauf gehen. Nice, Cloud Level Up. Dann drücken wir doch dem Cloud mal einen Megatrank in die Hand. Bevor es hier weitergeht. Aber wenn dieser Gegner schon so mies ist, dann möchte ich ja gar nicht erst wissen, wie dieser Behemoth sein wird, gegen den wir kämpfen müssen. So. Ja, das war klar. Dass hier solche Dinger rumgeistern. So. Wirkungslos. Wirkungslos ist nie gut. Okay, dann greifen wir ihn an. So, Magie. Blitzgar auf den Auslöscher. Einfach weil das hier ein bisschen flotter geht. Und das Ganze nochmal.
Ja, nee, er ist im Schock, dann reicht er eigentlich, sollte eigentlich die Zerar reichen. Super. Dammit. Damit habe ich nicht gerechnet. Boah. Hör jetzt mal auf, du. So, da kommt sicherlich gleich wieder ein deftiger Angriff. Oder auch nicht. Höp. So, hacken wir den hier erstmal kaputt. Und jetzt kommen wir zu dir. Analyse einmal. So, wirksames Wind. Dann wollen wir doch mal Wind wirken. Wie viele Magiepunkte hat ein Cloud noch? 16. Und komm. Jetzt ist der Moment, hier ein bisschen rumzuhacken. Finde ich auch sehr gut. Aber wir können gleich nochmal neue Ether reinschmeißen dafür. Während der Kämpfe Ether reinschmeißen ist irgendwie ein bisschen uncool. Dann nochmal einen Supertrank hinterher. Oh, Supertränke bringen gar nicht mehr so viel, sehe ich hier gerade. Na gut, kommt wohl nur drauf an. Wahrscheinlich können die auch bestimmte Effekte verbessern, verschlechtern und so weiter. Okay, wir müssen weiter runter. Und gucken, ob wir hier irgendwo die restlichen Teile der Quests zusammenbekommen. Moment. Bin ich jetzt hier gerade im Kreis gelaufen? Scheint so. Da vorne ist noch ein Weg. Darunter. Da lang. Aha. Okay. Hier runter. Und dann kommen wir hier runter. Und dann da lang. So sieht das hier aus. Da ist nämlich noch eine Leiter nach unten. Schwupp. So, aber irgendwie... Weh? Boah, ich dachte gerade, was geht denn hier gerade ab? Und dann kommt auf einmal ein Bluthund um die Ecke geschossen. So, hack, 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 hack. Einfach weg. Ja, ja. Feier das mal, du Klos. Mogul-Medaille. Für den Fall, dass wir noch nicht genug haben. Nee. Das juckt mein Auge. Okay. Hier hatte ja Barrett schon echt gut vor. Eine echt gute Vorarbeit geleistet. Mit dem Öffnen der Türen. Aber trotzdem nehmen wir die Kisten hier gerne nochmal mit. Ich meine, Gratis-Kisten sind immer gut. Und wenn es dabei nur ein Gegengift gibt, je mehr Gegenstände, umso besser. Ich kriege hier ein bisschen Panik. Bei dem ganzen Gedöns. Das sieht mir auch nach einem Kampf aus hier. Kein Kampf. Okay. Gut, gut, gut. Ah. Langsam drückt meine Pumpe. Weil ich das Gefühl habe, ich komme diesem fetten Viech immer näher. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so Bock auf den großen. Kommt mir auch immer lauter vor. So, sehr gut. Zumindest kommen wir mit den Schlägen auch dort oben dran. Ha, oder auch nicht mehr. Oh. Waren wir... Ah ja, doch, klar sind wir mit Barrett auch hier gewesen. Klar.
So, jetzt sind wir eigentlich alles geben. Fast ganz unten angekommen. Jetzt oder nie. Wenn das nicht ganz unten war, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wir haben jetzt doch noch nicht alles gesehen. Das war ein gutes Training. Aber okay, alles gut. Nanu? Waren wir hier schon? Keine Ahnung. Ja klar, waren wir hier schon. Ich bin mir ganz sicher, dass wir hier schon waren. Gucken wir nochmal da nach vorne. Ne, hier war nur diese Kiste. Ich habe ein ungutes Gefühl, hier die ganze Zeit durch die Gegend zu wandern. Ja. Zieht euch das rein. Ah, nee. Doch. Das Ding ist offen. Das war das letzte Mal nämlich nicht offen. Ich gehe trotzdem nochmal ganz runter. Wobei. Ich gehe wieder weg. Oh fuck, ey. Moment, kommen wir da nicht runter? Eigentlich müssten wir doch da runterkommen. Oh, geht's hier nicht mehr. Wir sind doch das letzte Mal mit Barrett von dort gekommen, bin ich der Meinung. Ah, okay. Hier ist die. Moin Blechwalze. Hier ist die, Leiter abgerissen. Das heißt, es gibt nur diesen einen Weg hier. Oh weia, ich habe so eine Sorge. Ich habe so eine Panik. Ich speichere hier einfach. Ich mache das, was ich nie gemacht habe. Ich speichere hier einfach mal ab. An einem neuen Speicherplatz. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ich habe echt Panik, hier reinzugehen. Weil irgendwas Großes ist hier und dieses irgendwas Großes ist mit 100, 200, 300%iger Wahrscheinlichkeit ein Behemoth. Der hier hinten auf uns. Ja, die ganzen. Da steht er. Da steht er. Okay. Alles ist gut. Ich habe ihn anvisiert. Type Zero. Yeah, roll the boat, gently down the stream. Okay, Fähigkeiten sind bereit. Los geht's. Keine Angst vor dem Ding. Was haben wir? Wirksam, nichts. Leichte Resistenz, nichts. Starke Resistenz, irgendwelche krassen Dinger. Okay. Okay, das wird was. Eine modifizierte Version des Behemoths, die von Shinra-Forschern als Versuchsobjekt gehalten wird. Wiederholte Experimente haben dieses Monster immer wilder werden lassen. Andere Monster erzittern in Furcht, wenn sie sein Gebrüll hören. Zerstöre seinen Ober- oder Unterkörper, um ihn zu Boden zu bringen. Wenn du ihm ein weiteres Bein brichst, wie liebevoll, während er am Boden ist, versetzt du ihn in Schockzustand. Er kontert Magieattacken mit seinen Hörnern, also zerstöre sie, bevor du versuchst, ihm mit Magie den Gar auszumachen. Okay, das ist schön. Dann wollen wir doch erstmal auf die Hörner. So, tiefer. Barrett? Idee. Magie. Barriere. Auf Cloud. Stopp. Cloud wird gerade mies angegriffen, scheinbar. Fertigkeit. Auf Hochtouren. Auf die Hörner. Ah, ich sehe nichts. Okay, das bringt so dann doch nichts. Der Oberkörper ist doch wohl das bessere Ziel. Nein! Tu's nicht, was auch immer du vorhast. Oh, Glück gehabt. Der ist irgendwie weg. Fertigkeit. Mutangriff auf den Oberkörper. Ah, toll, voll daneben.
Das wiederholen wir nochmal, aber dann schön. Fertigkeit. Mutangriff. Oberkörper. Schon besser. Und jetzt gib ihm. Weil es bringt nämlich auch nichts, ihm den Oberkörper, ihn irgendwo anders mit, ouch, irgendwie hier so einen Terror zu machen. Ah, ich sitze hier echt gerade mies in der Ecke. So, das ist okay. Moment, habe ich ihn? Ja, sehr gut. Moment. Fertigkeit, Mutangriff, auf die Hörner. Wirkungslos. Mie. Fertigkeit, nochmal Mutangriff auf den Unterkörper. Dann ist das halt so. Dann machen wir es doch mit physischen Angriffen. Alles ist gut, wir sind noch voll safe. Wir können nochmal eben auf Cloud einen Vita draufwerfen. Tifa hat noch eine Fertigkeit offen. Auf Hochtouren, auf seinen Unterkörper. Cloud ist ebenfalls wieder voll dabei. Mutangriff auf den Unterkörper. Ja, wundervoll. So, und jetzt geh auf die Hörner. Und sie haben wieder Fertigkeiten voll. Mutangriff, Hörner, die sind jetzt perfekt. Das gleiche nochmal. Barrett ist gerade... Nee, mit Magie bringt das nichts. Doch, Magie. Barriere diesmal auf Tifa. Und Tifa hat einen Limit Break. Komm, Salto auf die Hörner. So, Hörner zerstört. Wunderbar. 50% der Lebenspunkte. Ich glaube, wir haben den gerade eben ein klein wenig kastriert. Das ist aber okay. Magie. Jetzt ist die Frage. Ach, dammit. Nochmal eine Analyse drauf. Okay. Er ist immun gegen Schlaf und gegen solche Dinger. Ja, okay. Das heißt, wir pulvern jetzt alles an Magie drauf, was geht. Und zwar die stärksten, die wir haben. Okay. Die sind doch nicht so stark. Dann komm, Blitzra auf den Oberkörper. Die Hörner sind zum Glück ja schon weg. Magie. Ah, das passt alles nicht. Feuer auf den Oberkörper. Und Cloud. Du darfst ebenfalls, diesmal aber Blitzgar, auf den Unterkörper, sagen wir mal. So, Tifa hat wieder ein ATB frei auf Hochtouren auf den Oberkörper. Komm, bring ihn zu Fall. Schön. Fertigkeit, Mutangriff auf den Unterkörper. Schock. Und jetzt gebt ihm alles. Limit Break ist noch nicht offen, das ist schade, aber egal. Wir können wieder den Mutangriff einsetzen auf Barret. Barret hat keine starken Fähigkeiten aktuell. Egal, dann kann er zumindest mit Blitz. Na gut, mit Blitz draufhauen. Und gib ihm! Komm! Er hat nicht mehr viel. Was? Ich dachte, das wäre es gewesen. Schluss jetzt. So, erledigt. Nice. 2 Aufträge mit einer Klappe. Zumindest scheint es mir so. Schreie aus der Erde. Die Gefahren Shinras Unterirdischen wurde ausgeschaltet. Sehr geil. Tatsächlich zwei Sachen mit einem Ding. Und das Gute ist, wir haben ja eine Schnellreise von hier aus
lass uns hier nochmal kurz ein bisschen hin und her gucken. Nicht, dass es hier irgendwas gab, was wir vielleicht noch brauchen oder so. Ah, ich habe den Behemoth gekillt. Yay! Bedrohliche Kratzer da oben. Geil. Zurück zur Oberfläche. Ja. Darauf einen wohlverdienten Schluck Kaffee. Oh, danke Blechfalze fürs Follow, gerade erst gesehen. Ja, ich bin ein bisschen, wow. Meine Güte. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist gut über die Ostertage gekommen und so weiter. Ich habe die Ostertage mit diesem wundervollen Spiel hier verbracht. Also ich bin jetzt, keine Ahnung, zur Hälfte durch? Zwei Drittel? Keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Aber wir sind gerade dabei. Nee, nein, wir bringen die nicht weg, weil wir erstmal ihm Bericht erstatten müssen. Ihr habt das geschafft? Wirklich? Danke. Ja. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ah. Barrett hat eine Waffe bekommen, das ist schön. Jetzt können wir mit dem Chocobo Express zum Slum-Eingang rüberwandern. Und dort dann auch die nächste Quest abliefern. Oh, ich bin so beruhigt. Der Behemoth war tatsächlich so eine Sache, wovor ich echt ein bisschen dolle Panik hatte. Aber den dann so Platz zu machen. Und das war so flott. Damit habe ich nicht gerechnet. So, dann wollen wir mal zu dem Doktor. El Doctore. Wo bist du denn? Da drüben bist du, glaube ich. Genau. Das heißt, wir müssen uns hier gleich mal nach da richten. Denn wir haben jetzt alle Gegenstände, die er benötigt. War das hier? Nee, einen weiter noch. Da ist er. Hast du die Zutaten alle bekommen? Ja. Vielen Dank. Das sollte reichen. Jetzt weiß ich, warum Aeris dir vertraut. Den Rest erledige ich. Ich mache mich gleich an die Arbeit, solange die Zutaten noch frisch sind. Ja, das Behemoth-Hörnchen tropft noch. Fast hätte ich's vergessen. Hier, das ist für dich. Die Materie aus der Kirche habe ich schon geholt, ja. Mir fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar, also wir waren ja eh dort oben und an die Materia kamen wir nicht dran durch diese komischen Dementoren, die da durch die Gegend geflattert sind. Jetzt muss ich mal eben schauen. Hier unten. Hier ist noch ein bisschen was offen ist. Und zwar, ach ja genau, die Musik war das. Die Musik fehlt uns noch. Und, was war es noch? Genau, Jagd nach Corneus Kronjuwelen. Dann müssen wir schauen, wie wir in diese Kanalisation wieder reinkommen. Dann wollen wir mal zu dem lieben Mädel und hoffen, dass die Musik, die wir gekauft haben, auch wirklich die Musik ist, die sie hören wollte. Schauen wir mal. Wir wollen jetzt bitte zum Wallmarkt. Ja, ich
glaube, das ist in Ordnung hier. Ich bin ein bisschen außer Puste gerade durch den Kampf. Aber er war doch gar nicht so schwer, wie ich ihn erwartet habe. So im Nachhinein. Vielleicht hatte ich aber auch nur Glück, weil ich Cloud Barriere gegeben habe. Und tiefer. So. Da sind wir. Moment, da lang? Ja genau, hier lang. Probieren wir es doch mal. Gold Saucer. Dieses Lied ist nicht das Richtige. Damn. Die Musik heitert die Leute. Es sind immer noch alle ganz traurig. Ah. Gut, die Musik war es nicht. Sehr schön. Farmboy, also wir haben nicht mehr so viel. Du bist dann mit tiefer Seam? Okay. Die Musik hat. Es sind immer noch alle ganz traurig. Wir gehen jetzt einfach alle durch. Die Musik. Es sind immer noch alle ganz traurig. Okay. Turk Seam. Okay. Die Musik ist es nicht. Es sind immer noch alle ganz traurig. Ich glaube, diesen Satz werden wir uns jetzt ziemlich oft anhören. Nee. So, pressed? Ich glaube nicht. Die Musik heitert. Es sind immer noch alle ganz traurig. Honeybee Inn hatten wir schon. Dawn of the Slums auch. Nee, ich glaube, das war's auch nicht. Die Musik halt, es sind immer noch alle ganz traurig. On our way? Die Musik halt, es sind immer noch alle ganz traurig. Ich glaube, Farmboy war es auch nicht. Die Musik halt, es sind immer noch alle ganz traurig. Immer noch alle ganz traurig. Goldsaucer wird es auch nicht sein. Achso, das hatten wir ja gerade eben schon ausprobiert. Ich bin sehr, sehr schlau. Das muss man mal an der Stelle gesagt haben. Auch nicht das Richtige. Es sind immer noch alle ganz traurig. Tango auf Tears bestimmt nicht. Die Musik hat. Es sind immer noch alle ganz traurig. Der Midgar Blues. Die Musik heitert die auch nicht. Es sind immer noch alle ganz traurig. Okay, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, welche Musik es sein kann, dann sagt mir einfach Bescheid. Versuche mich dann darum zu kümmern. Lag hier nicht nachts irgendeiner? Ja, hier lag mal einer. Der ist jetzt aber weg. So, warte mal, was war denn das da gerade? Hier ist was. Machen wir die Tür auf. Hey, hallo. Du bist doch dieser alte Mann. In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Willst auch entspannen? Good night until tomorrow. Schauen wir mal, ob das vielleicht sogar die Musik ist. Ich glaube zwar nicht, aber probieren wir es.
Oh, cool. Das Lied ist so schön beruhigend. Darf ich etwas hier bleiben und zuhören? Das war früher eins meiner Lieblingslieder. Aber klar. Hat uns schon doch funktioniert. Ja, bitte? War das jetzt alles? So viele junge Menschen. Ich habe mein ganzes Hab und Gut verloren. Oh. Okay, es war wohl doch noch nicht alles. Was jetzt? Anscheinend sind wir. Brauchen wir noch eins? Findet, bringt sie her. Okay, die dance voll dazu ab. Meinetwegen, finde ich gut so. Halten wir einfach mal die Augen offen. Vielleicht finden wir noch sowas. Und laufen hier einfach mal wild durch die durch den Wallmarket. Und mit ein bisschen Glück bekommen wir vielleicht sogar noch eine neue. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Corneo ist verschwunden? Das ist gut. Das glaubt man ja gar nicht, aber das ist gut. Aber wenn Corneo verschwunden ist. Willkommen im Waffenladen des Weimar. Ah ne, ich dachte, ich bekomme hier noch was anderes. Weil wenn er verschwunden ist, dann bedeutet das, dass der Weg zu zur Kanalisation frei ist. Vermutlich. Ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Aber das bringt uns nichts, wenn wir noch nicht die notwendigen Musikstücke zusammengefunden haben, die wir brauchen. Tja, das weiß ich auch nicht, was das war. Oh. Und da sind wir wieder im Honeybee. Gucken wir mal ein bisschen in den versteckten Winkel. Ah. Perfekt. Was guckst du so verzaubert? Als hätte ich es gewusst. Hast wohl selten so gute Musik gehört, was? Kannst die Platte ruhig mitnehmen. Oh nein, das ist das Lied. Oh, da schaudert's mir ein bisschen. Moment. Lag da gerade irgendwas? Nee, das sah nur so aus. Okay. Für einen kurzen Moment. Egal. Ich glaube, wir haben wieder eine Platte für die gute Betty gefunden. Da lang? Nee, mit dir, mit Chatney möchte ich gerade nicht reden. So. Stand up! Tatsache. Das kenne ich. Dazu haben Marlene und ich immer getanzt. Toll. Ich jetzt doch auch. Nicht so! Das geht ganz anders. Das Lied war ein Hit, als ich noch jung war. Ich zeig euch, wie das richtig geht. So! Aus der Hüfte! Wow, er geht jetzt voll ab, der Dude. Jetzt weißt du, wie wir früher getanzt haben, Kleine. Okay. Ich glaube, jetzt sind hier alle voll partyhaft. Ich bin am Ende. Was soll ich denn jetzt? Okay. Eine Platte brauchen wir wohl noch. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich glaube da lang nicht, oder? Nee. Auch die letzte Platte soll uns nicht ganz verborgen bleiben. Ich meine, wir haben hier noch diesen Weg. Hier ist eh eine Kiste, die wir noch nicht geholt haben. Weil da die ganze Zeit irgendwelche komischen Leute im Weg standen. Ein oder zwei Kisten sogar. Ist das wirklich okay für dich? Darum passt das eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier in der Ecke saß einer. An dem kann man nicht vorbei, weil er hier die ganze Zeit in die Ecke gereiert hat. Na egal. Sag ich ja, da vorne ist nur eine Kiste. Diese ist jetzt mein.
Na, kaum sind die Leute hier weg, die hier böse Machenschaften machen, kommt der Cloud und beraubt sie. Nach Cloud der Kammerjäger, Cloud der Geisterjäger, jetzt Cloud der Meisterdieb. So, mal schauen. Was war denn vorhin an Ob wir hier noch irgendwo... Achso, das ist Materia. Leute, lasst mich hier mal durch. Ah, hier wohnt, hi. Genau. Madame M. Aber ich glaube, von der brauchen wir nichts mehr. Nee. Nee. Von der brauchen wir nichts mehr. Es gibt hier auf jeden Fall noch irgendwo eine Gasse, die wir noch nicht gesehen haben. Weil wir da ebenfalls nicht durchkamen. Ah, ich glaube hier. Na komm, wo ist der Weg? Da ist der Weg. Hier müsste eigentlich... Und hier hören wir auch Musik. Ich probiere mal. Vielleicht muss ich da in den Laden rein. Vielleicht ist das die letzte Musik, die wir brauchen. Aber die Musik hat mich gerade eben gelockt. Hallo, hast du ein Glück? So, was hast du denn für Gegenstände? Oh, Honeybee. Das ist das Lied Honeybee. Ah. Herzlichen Dank. Gerne. Gerne. Ich gebe gerne nichts. Für nichts. So, wir müssen hier echt mal ein bisschen links und rechts gucken. Gerne auch mal auf den Dächern. Nicht, dass wir an irgendwem hier einfach so vorbei dancen. So, mal gucken. Gehen wir mal systematischer vor. Also, hier waren wir schon. Hier auch. Hier auch. Hier war die Quest. Das heißt, im Grunde bleiben uns noch hier diese zwei Apparillos offen. Drei. Da, da und da. Irgendwo da muss es was geben. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die stehlen Materia sogar. Aber nur nicht ausgerüstet. Oh, Chat, ne. Geh mir aus dem Weg. Hier ist was. So. Probieren wir es mal da lang. Was willst du? Das geht dich nichts an, was ich will und was ich nicht will. Ich will erstmal an dir vorbei. Du Stink. Also jetzt muss man mal gucken, gab es hier irgendwas? Und gleich stehen wir hier einfach vor nichts. Ja, okay, check. Moment. Leuchtet hier was? Nee, das sieht immer nur so aus, als ob das leuchtet. Aber das ist irgendein Müll, den sie hier liegen gelassen haben. Ah. Okay, das war nicht der richtige Weg. So, damit haben wir den Teil hier auch abgehakt. Honigtöpfchen? Achso, ja klar. Ah, hier hinten ist noch so ein... Aber das bringt uns erstmal, glaube ich, nichts. Dann gehen wir erstmal hier durch. Und dann hier nach rechts. Und dann gleich irgendwie die rechte wieder... Die nächste gleich wieder nach rechts. Hier. So, irgendwie. Ah, okay, nee. Das war hier... die Kneipe. Die hat natürlich dicht. Verständlicherweise. Ich glaube, wenn wir noch ein Stück weiter in die Richtung gehen, dann kommen wir hier... Ah, da drüben. Wäre es nicht mal Zeit für eine Pause, Anjan? Hey. Bitte, du machst das schon seit Stunden. Noch nicht. Anjan. Anjan, ich will mit dir reden.
Claude! Was machst du hier? Kennst du eine Möglichkeit, auf die Platte zu kommen? Vergiss es. Im Moment kommst du da nicht hinauf. Hey! Wer ist denn das da? Eine außergewöhnliche Frau. Das sehe ich doch von hier. Deine Muskeln. Wohl proportioniert und in perfekter Balance. Dein Geist im Einklang mit deinem Körper. Du musst einen fähigen Lehrer gehabt haben. Aber gerade scheinst du mir etwas angespannt zu sein. Dich plagen Zweifel. Tifa? Hey, du. Tifa, richtig? Anjan hört eh nicht auf. Willst du dich mit ihm messen? Kann nicht schaden. Manchmal ist es sogar ganz befreiend, sich so richtig auszupowern. Überleg's dir! Von mir aus gerne. Anscheinend hat Tifa jetzt die Möglichkeit, Sit-Ups zu machen. Ist das jetzt eine neue Quest oder ist das eine alte Quest? Das ist tatsächlich eine neue Quest. Damn! Aber egal. Besser als nichts. Damit haben wir die letzte Quest. Die machen wir aber in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Let's play Final Fantasy 7. Danke fürs Zuschauen und bis später gleich demnächst irgendwann so in den Dreh.